Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, Sie so zahlreich hier begrüßen zu dürfen. Es freut mich sehr, dass ich mich mit Ihnen heute ein bisschen über die Möglichkeit von modernem Zahnersatz unterhalten kann. Moderner Zahnersatz ist heute natürlich mit Zahnimplantaten gedanklich verbunden. Sehr viele Probleme bestehen bei Menschen, die schon längere Zeit Teilprothesen, Prothesen tragen müssen und irgendwie den Komfort wieder zurückgewinnen möchten, den sie damals beim vollständigen eigenen Gebiss hatten. Seit 20 Jahren implantiere ich in meiner eigenen Ordination in der Stadt Salzburg. Ich möchte betonen, dass ich diesen Vortrag hier heute nicht für mich persönlich halte, sondern dass ich hier im Namen aller zahnärztlich und implantologisch tätigen Kollegen und Kolleginnen im Land Salzburg spreche. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die selber implantieren, andere, die nicht implantieren, aber zu einem Kollegen die Patienten schicken, die gesetzten Implantate dann mit Kronenbrücken oder sonstigen Versorgungen ausstatten. Es ist ein Zusammenarbeitsmodell sozusagen. Weil es jetzt so einen schönen Winter gibt, habe ich Ihnen ein Bild von Klemmtal da hinten hingesetzt. Wie gesagt, die Zahnimplantologie hat sich seit längerer Zeit etabliert. Vorher sollten wir uns ein bisschen über die Ursachen des Zahnverlustes unterhalten. Also die Hauptursache, die zu Zahnlücken führt, ist einerseits die Karies, also Löcher in den Zähnen, die nach einiger Zeit dann zu größeren Problemen führen. Löcher können mit Füllungen repariert werden, größere Defekte müssen mit Kronen- oder Stiftzähnen versorgt werden. Wenn das nichts mehr nützt oder Zähne kaputt gehen, weil sie dann auseinanderbrechen, dann führt es eben zu Zahnlücken. Also das Wichtigste ist einmal, dass man die Karies von vornherein schon einmal in den Griff bekommt. Man darf nicht vergessen, dass Karies eine bakterielle Infektion ist. Das sind Bakterien, die im Mund sitzen. Diese Bakterien können einerseits den Zahn zerstören, aber auch allgemeine gesundheitliche Probleme machen. Das kann zu Herz-Kreislauf-Problemen führen, zu Herzinfarkt führen mit diesen Bakterien. Die Steuerung im Körper ist da. Es kann auch ein erhöhtes Schlaganfallrisiko geben, wenn Zähne nicht repariert werden. Also man sollte das nicht einfach wegschieben. Der zweite Hauptgrund oder manchmal sogar der schlimmere Grund, warum es zu Zahnlücken führt, ist die Parodontose. Eine Parodontose, das ist ein chronisches Zahnfleischleiden, geht meistens eine Zahnfleischentzündung voraus. Eine Zahnfleischentzündung beginnt mit einer Rötung am Zahnfleisch, führt ständig zu Zahnfleischbluten. Wenn man die Zähne putzt oder beim Essen, hat man einen blutigen Geschmack oder immer wieder Blutstropfen im Mund. Also das ist eine gefährliche Problematik. Die Parodontose und die Parodontitis wird verursacht in erster Linie durch sich am Zahn anlegenden Zahnstein, der den Zahn überzieht. Und dieser Zahnstein hat die teuflische Eigenschaft, dass er der Zahnwurzel entlang in die Tiefe kriegt und dadurch diese Fasern, die den Zahn im Kiefer befestigen, zerstört. Man muss leider Gottes immer wieder Zähne ziehen, die zum Beispiel keine Karies haben, die völlig unversehrt ausschauen, aber der Zahnhalteapparat und diese sogenannten Parodontalfasern, die den Zahn zwischen den Kiefern sozusagen befestigen, werden einfach durch den Zahnstein zerstört. Deshalb ist es sehr wichtig, eigene Mundhygiene und auch professionelle Zahnreinigung regelmäßig zu betreiben, dass man eben sozusagen Zahnverlust durch Parodontose vermeiden kann. Können wir es vielleicht ein bisschen finsterer machen? Entschuldigung, können wir es vielleicht ein bisschen finsterer machen, weil man kann das da nicht ganz scharf oder farblich. Wenn Sie das nicht stört, dass da Fenster ist. Das kennt man, ich brauche kein Licht. Das ist nur, wenn man weil jetzt weiß ich nicht, wie das zusammenspielt. Aha.
Sehen Sie das deutlich da? Ja. Also wir sehen da einen schönen Mund, schöne Lippen. An für sich auch völlig unproblematische Zähne auf den ersten Blick, aber wenn man sich diese Schneidezähne hier dann im Detail anschaut, dann sieht man hier eine deutliche Rötung und auch eine Schwellung und dahinter steht schon eine Zahnfleischentzündung. Also das ist der Beginn einer Parodontitis, wenn man da nichts unternimmt, diesen wahrscheinlich Zahnstein, der sich da drunter befindet, nicht wegnimmt, dann führt es zu ständig weiteren Entzündungen und dann letztendlich irgendwann einmal zu einer lokalen Parodontitis, Parodontose und zum Zahnverlust. Das ist ein Kariesgebiss, ja, das hat jetzt mit diesem Mund nichts zu tun. Aber nur, dass man mal sieht, wie oft manches Gebiss ausschaut. Ja? Wenn Leute zum Zahnarzt kommen, man kann sich natürlich vorstellen, dass da ein bisschen problematisch ist, aus diesen Zähnen noch einmal was aufzubauen. Also da hilft in vielen Fällen dann leider nur mehr die Zange. Aber hier zum Beispiel haben wir dann alle Zähne im Oberkiefer extrahiert und Implantate gesetzt, aber im Unterkiefer mit diesen Zähnen konnten wir nach wie vor was anfangen. Die gibt es heute noch, die sind versorgt mit einer Brücke. Also man hat immer wieder Möglichkeiten, aber man sollte einfach schauen, von Anfang an, von Jugend an, am besten etwas zu unternehmen. Was kann man heute tun, um mit eigenen Zähnen älter zu werden? Weil die ganzen Geschichten von früher, die stimmen eigentlich nicht mehr. Man kann mit eigenen Zähnen wirklich sehr alt werden. Man muss nur rechtzeitig die Dinge einleiten. Da ist auch kein Vorwurf an die ältere Generation, sondern man muss auch sagen, dass sich die Dinge erst mit der Zeit entwickelt haben. Also die Wissenschaft hat sich erst entwickelt, die Medizin hat sich entwickelt und die Art und Weise, wie man mit dem eigenen Gebiss umgeht, ist auch erst jetzt anders etabliert als früher. Wichtig ist halt, dass man sozusagen ein eigenes Zahnbewusstsein für sich selbst einmal schafft, dass man die Zähne einfach mal anschaut, wenn man sie putzt. Es gibt leider Menschen, die putzen, aber sich die Zähne nicht anschauen. Auch nicht schauen, ob sie jetzt ausreichend geputzt haben. Wenn man solche Dinge wie die da entdeckt, da sieht man Belege drauf, ja, das führt zwangsläufig zu Zahnfleischentzündungen. Das heißt, da muss man was unternehmen. Ja. Die individuelle Zahnpflege ist in dem Fall einfach zu wenig. Die individuelle Zahnpflege, damit meinen wir eben sozusagen das eigene Zähneputzen, die eigene Sorge um die Zähne, die eigene Reinlichkeit. Das ist einmal grundlegend wichtig. Da brauchen wir jetzt nicht über die Geschichten von zweimal am Tag Zähneputzen und sonst erklären, aber das ist einfach notwendig. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist das, was sich als bei uns landläufig Mundhygiene oder Prophylaxe sozusagen entwickelt und etabliert hat in der Gesellschaft. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man zumindest einmal im Jahr Mundhygiene professionell in der Zahnarztpraxis durchführen lässt. Weil es gibt einfach viele Bereiche im Gebiss, die man nicht erreichen kann. Da braucht man eine zweite Hand, drei, vier Augen dazu, die drauf schauen, wo man überall was findet. Man kommt auch im eigenen Gebiss nicht überall hin. Wie wir vorher schon gesagt haben, Karies ist eine bakterielle Infektion. Man muss einfach die Bakterien wegbringen. Wenn da Zahnstein, das war zu schnell, wenn da Zahnstein auf den Zahnoberflächen vorhanden ist, dann ist es so, dass man mit der Bürste nicht bei den Zahn putzt, sondern nur mit den Zahnstein. Man kommt mit der Bürste nicht dazu zum Zahn. Deshalb muss man praktisch diese Konkremente, die sich fein auf der Oberfläche bilden, am besten mit Polierpasten, Ultraschall und diesen Instrumenten in einer Praxis wegbringen. Fehlende oder schadhafte Zähne soll man nicht ignorieren. Also schadhafte, beschädigte Zähne gehören repariert. Wenn Zähne fehlen, dann sollte man schauen, diese Lücken wieder loszuwerden. Warum und wieso, dazu kommen wir im weiteren Verlauf. Die Hauptgründe für Zahnverlust sind zum Beispiel einmal Unfälle. Ja. Ganz banal, kann in jedem Lebensalter passieren, ein Unfall. Krankheiten führen genauso zu Zahnverlust. Krankheiten, nicht unbedingt als Krankheit selbst, sondern auch sehr oft die Medikamente, die man dazu nehmen muss. Es gibt genügend Medikamente, die Probleme machen für das Zahnfleisch und auch an den Zähnen.
Auch diese Dinge muss man sehr bewusst und auch mit dem verschreibenden Arzt, mit dem Hausarzt besprechen, in puncto Nebenwirkungen. Abnutzung ist natürlich auch ein großes Problem, weil die Zähne sind ja bekanntlich unser Werkzeug, Kauwerkzeug. Das muss ja gewaltige Kraft aushalten. Die Kaumuskulatur ist die stärkste Muskulatur des Körpers. Die Kaumuskulatur ist stärker wie die Muskulatur des Oberschenkels zum Beispiel. Man kriegt irrsinnig viel Kraft auf kleine Flächen, das sind 40 Kilopond pro Quadratzentimeter, das ist enorm. Und die Zähne sollen, wie gesagt, ein Leben lang halten. Das können sie auch, wenn man sich drauf schaut. Allerdings kommt es oft eben auch durch Abnutzung zu Problemen. Und man muss etwas unternehmen. Unfälle, wie gesagt, leicht nachzuvollziehen, wenn man sozusagen aufs Gesicht fällt, dass dann auch hinter der Lippe etwas passiert, wie hier in diesem Fall, dass es ein Zahn wird, der einfach abbricht. Ja. Das sind natürlich akute Ereignisse und man kann sehr oft nicht auf der Stelle sofort alles reparieren, aber man kann auf jeden Fall schon unmittelbar darauf damit beginnen. Das ist nochmal ein Unfall. Sie sehen dann hier in dem Bereich schon Eiterungen und Schwellungen. Man kann dann auch gleich sehen, warum das so ist, wie der Zahn gezogen wurde. Da hat man gesehen, dass nicht nur der Zahn außen mit seiner eigenen Krone abgebrochen ist, sondern dass auch die Wurzel schon in zwei Teile gebrochen war. Das verursacht dann diese Schwellungen und Eiterungen. Man beginnt dann sofort mit der Planung der Reparatur. Heutzutage hat man Gott sei Dank die Möglichkeit, mit einer Computertomographie oder einer Volumentomographie den Kiefer sozusagen genau zu diagnostizieren und zu schauen, ob genügend ausreichend Knochen vorhanden ist. Das Schwarze ist im Querschnitt der Knochen. Ob ein künstliches Zahnimplantat drinnen Platz hat, ob bei dem Unfall der Knochen kaputt, zerstört wurde, gebrochen ist durch den Unfall, ob man sofort ein Implantat setzen kann oder nicht. Da hat man heutzutage Gott sei Dank gute Möglichkeiten und so schaut es dann ungefähr 6 Monate später aus. Da ist ein Implantat drin und schon eine Krone drauf. Gesunde Zähne, ein komplettes Gebiss erleichtern uns das Leben in jeder Hinsicht. Die physische Gesundheit ist ein ganz wichtiges Potenzial. Wenn wir essen können, was wir wollen, wenn wir gesunde Dinge essen können, dann geht es uns besser. Wenn man eine schlechte Kauleistung hat, dann kann man keine gesunden Speisen essen. Es beginnt beim Obst. Wenn man eine schlechte Versorgung im Mund hat, dann wird auch der Kauakt und alles schlampiger, ungenauer. Die Probleme im Körper summieren sich. Man hat nicht nur die Probleme im Gebiss, man hat auch die Probleme dann noch im Magen, im Darmtrakt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn man reparierte, gesunde Zähne hat, dann kann man alles essen. Das ist hier wieder das Symbol mit dem Apfel. Einen Apfel essen zu können, ist eine tolle Geschichte. Wenn Zähne fehlen, dann wirkt man zwangsläufig älter oder alt. Einzelne Zähne, wenn fehlen, verursachen zum Beispiel auch den Verlust an der Stabilität des Gesichtes. Die mimische Muskulatur fällt zusammen, es entstehen mehr Falten, das untere Gesichtsdrittel wird kürzer, wenn viele Zähne fehlen. Wenn man sich erinnert an frühere Zeiten, da war Zahnversorgung nicht das Normale, sondern alte Menschen waren wirklich alt, weil einfach sozusagen kein Gebiss zu sehen war, keine Zähne zu sehen waren, weil das Gesicht alt aussieht. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass das äußere Erscheinungsbild in der heutigen Zeit auch sozusagen ansprechend funktioniert. Man lacht auch lieber, wenn man die Zähne herzeigen mag. Es hat sehr viel mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Viele Menschen sind sehr unsicher, wenn Zähne fehlen, weil sie einfach versuchen, auch zum Beispiel Zahnlücken zu verstecken. Man ist nicht direkt ein bisschen gehemmt manchmal. Wenn Fotos gemacht werden, dann
geht man in die zweite oder dritte Reihe zurück oder so. Das sind Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusstsein vor allem steht und fällt auch mit einem funktionierenden, gesunden und optisch schönen Gebiss. Das ist wichtig für den Beruf, für das Weiterkommen im Beruf. Das ist auch wichtig, wenn man einen Partner sucht oder einen Partner gern hat, dass man einfach sozusagen rundherum gesund und fit ausschaut. Die Frage ist natürlich dann immer wieder, wie riskant ist es, ein Zahnimplantat zu setzen? Ist man da ein Versuchskaninchen oder ist das schon was Etabliertes? Kann man gleich einmal in Kürze sagen, dass das natürlich jetzt mittlerweile seit über 5 Jahrzehnten praktiziert wird, Zahnimplantate zu setzen. Und dass das nichts Neues mehr ist, sondern schon etwas sehr Bewährtes. Die Ursachen für ein Nicht-Funktionieren von Implantationen ist zum Beispiel, wenn jemand parodontale Vorerkrankungen hatte. Also jemand, der eine schlechte parodontale, also eine schlechte Zahnfleischsituation hatte, hat natürlich ein etwas größeres Risiko, bei einer Implantation nicht zu den Glücklichen zu gehören, bei denen es funktioniert. Es ist aber deshalb nicht riesengroß, aber man muss es nur bedenken. Es gibt dann noch andere Risikofaktoren, die zum Beispiel dann sehr stark patientenbezogen sind. Dazu gehört zum Beispiel ein genetischer Faktor. Jeder hat sein genetisches Grundgerüst, das hat er mitbekommen, da kann er nichts dafür. Der eine stolpert und bricht sich ein Bein, der andere fällt vom Garagendach runter und springt flott weiter. Ja, der hat halt den Knochenbau. Bei den Zähnen ist es genauso bei jedem anderen Gewebe auch. Internistische Vorerkrankungen und Erkrankungen sind natürlich genauso ein Befund, der mitzählt. Diabetes ist zum Beispiel auch so ein relativer Risikofaktor, aber kein ausschließender Risikofaktor. Aber es bedingt einfach gewisse andere Vorgehensweise. Medikamente, die man einnimmt, sind ganz, ganz wichtig. Und an dieser Stelle kann man gleich einmal erwähnen, dass zum Beispiel auch diese Medikamente, die Bisphosphonate zum Beispiel, die gerade dazu da sind, eben zum Beispiel der Osteoporose vorzubeugen, in der Zahnmedizin und in der Kieferchirurgie oft ganz große Probleme machen. Weil sich im Kieferknochen diese Medikation ganz gegenteilig auswirken. Also das, was zum Beispiel für die Wirbelsäule stabilisiert, kann dann nachher im Kieferknochen dann Probleme machen. Nicht nur, wenn man Implantate setzt, sondern auch, wenn man Zähne zum Beispiel einmal ziehen muss. Ja. Also das sind Dinge, die werden oft etwas unkritisch betrachtet. Das ist eine ganz entscheidende Nebenwirkung, die man bedenken muss. Es gibt allerdings natürlich genügend Menschen, die das machen müssen. Und dann stellt sich natürlich dann eine Frage anders in diese Richtung. Äußere Faktoren, Umweltfaktoren sind auch ganz ein wichtiger Punkt, die Probleme machen können. Zum Beispiel das Rauchen. Also Nikotin ist eine ganz schlechte Geschichte. Also man kann nur sagen, jemand, der ein Implantat haben möchte, sollte am besten nicht rauchen oder das Rauchen lassen. Wenn man die Faktoren vergleicht mit einem Tortenstück zum Beispiel, dann ist der genetische Faktor, kann man sagen, ungefähr in der Auswirkung bei 19-20% ja, von der ganzen Summe. Und das Rauchen ist bei ungefähr 32%. Wenn jetzt wer schlechte genetische Faktoren hat und dann noch raucht, dann hat er schon ein Minus, das ist weit über 50% ja, vom Gesamten. Also das sind Dinge, die muss man bedenken, das muss man wissen. Rauchen hat den Hauptnegativeffekt, dass natürlich die feinsten Gefäße, die es gibt im Körper, durch das Nikotin einfach stranguliert werden, da kommt kein Blut rein. Nicht? Und das Zahnfleisch ist Mikrodurchblutung pur, das sind ganz feinste Gefäße, und wenn die einfach da durch Verkrampfung immer wieder wenig Sauerstoff kriegen, dann fallen die eigenen Zähne raus, und fallen dann irgendwann mal natürlich Implantate raus. Also Rauchen ist schlecht. Und von der Behandlungsseite gibt es natürlich auch Schwierigkeiten, das hat in erster Linie damit zu tun, wie das Knochen, Grundgerüst, im Endeffekt das Volumen ausgerüstet ist. Wenn ich da zu viel im Weg bin, so besser. Ja. Dann ist es einfach schwieriger. Man kann sich das so vorstellen, jeder, der schon mal in
in eine Tischplatte Schraube reingesetzt hat, der weiß, dass die Schraube natürlich am besten dann hält, wenn sie rundherum vom Holz umgeben ist, oder? Wenn es irgendwo auf der anderen Seite wieder rauskommt, dann kann man schon ein bisschen hebeln und dann wird es schon wieder locker. Ja? Und Kieferknochen ist auch nichts anderes. Der kann entweder breit sein und hoch sein, oder er kann sehr schmal wie ein spitzer Dachfirst sein. Dann kriege ich eine Schraube praktisch schlecht rein, wenn es vom Horizontal, also vom Horizontniveau her zu niedrig ist, dann geht es sich vom Platz her auch nicht aus. Also das sind Dinge, die man im Endeffekt damit berücksichtigen muss. Schwierige prothetische Ausgangsbedingungen sind natürlich auch ein Grund. Also wenn man vorher schon eine riesig problematische Zahnsituation hatte, dann ist es schwierig. Da haben wir jetzt auf einer Skizze im Endeffekt einmal das so ein bisschen aufgezeichnet. Den eigenen Zahn, der ist umgeben vom Kieferknochen. Darüber liegt dann noch das Zahnfleisch. Und wenn jetzt für eine Implantation zum Beispiel die Knochenschicht nur ganz, ganz dünn ist, ja, dann geht durch das Verlieren des Zahnes oder durch das Ziehen eines Zahnes dann zusätzlich noch Knochen verloren. Hat natürlich dann gern, wenn sozusagen so viel Knochen da ist, dass auch rundherum ausreichend vorhanden ist. Was sind Zahnimplantate? Zahnimplantate sind nichts anderes wie künstliche Zahnwurzeln. Wir nehmen den eigenen Zahn raus und setzen eine künstliche Zahnwurzel hinein. Das Material eines Implantates ist in erster Linie ein hochreines Titan. Es ist ein Metall, das der Körper als nicht fremd erkennt, er akzeptiert es. Der Körper akzeptiert fremde Materialien nicht. Ja, und beim Titan ist es so, dass es einfach unauffällig ist. Der Körper arbeitet nicht dagegen. Man kennt das ja auch sonst bei Organtransplantation, da muss man Medikamente geben, dass sozusagen das andere nicht abgestoßen wird. Also was körperfremdes wird normalerweise abgestoßen. Im Implantat mit Titanqualität wird das toleriert. Es gibt auch Keramikimplantate, die sind allerdings, möchte ich jetzt mal sagen, noch etwas jünger, da gibt es noch nicht so viel Erfahrungswerte. Also es gibt auch keinen wirklichen Grund, von Titan auszuweichen auf was anderes. Keramikimplantate sind prothetisch vor allem ein bisschen schwieriger zu versorgen. Vom System her ist ein Zahnimplantat nichts anderes wie eine Schraube, die man in den Kieferknochen hineinschraubt und dann eine Zeit lang in Ruhe lässt und der Knochen heilt rundherum ganz dicht und fest sozusagen um das Implantat herum, sodass das dann ganz fest drin ist. Das ergibt schon einen Hauptunterschied dann vom System her zum eigenen Zahn, weil der eigene Zahn, der ist zwischen Zahn und Knochen mit Parodontalfasern da richtig reingesteckt. Und diese Fasern, also hunderttausende kleine Fasern dazwischen, diese Fasern wirken wie ein Stoßdämpfer. Und dadurch ist jeder Zahn, der eigene Zahn, spurbeweglich. Das kann man jetzt erfüllen oder auch nicht, das ist aber jedem Menschen ein bisschen anders. Und das Zahnimplantat ist dadurch, dass es hineingeschraubt wird, einfach starr. Das ist bombenfest drin. Wenn es funktioniert, ist es so fest drin, da kann man nichts hin und her oder darf man nichts hin und her bewegen können. Deshalb ist die Kombination, wenn man da Brücke machen würde zwischen Implantaten mit eigenem Zahn und Implantaten nicht so günstig, weil das eine rührt sie, das andere rührt sie nicht. Das widerspricht sich. Also man soll, wenn dann Gleiches mit Gleichem verbinden. Um die Risiken zu minimieren, können wir verschiedene Dinge unternehmen. Wir versuchen natürlich in der heutigen Zeit alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die wir haben. In der Diagnostik gibt es seit längerer Zeit die Computertomographie. Und seit 10 Jahren ungefähr auch die dentale Volumentomographie. Das ist was Ähnliches wie vom Gerät her vergleichbar mit so einem Panoramaröntgen. Ja. Man kann dadurch sozusagen den Kiefer sowohl bei der Tomographie als auch bei der Volumentomographie in seiner Echtheit erfassen. Man macht hunderte Schnitte, die werden durch Computertechnik zusammengefügt und man kann dann einen Kiefer in seiner absoluten dreidimensionalen Form anschauen, aus jeder Richtung. Man kann das im Computer hin und her drehen, man kann praktisch eben die Implantatoperation vorher schon am Computer durchführen. Es braucht eine genaue Behandlungsplanung, da führt kein Weg vorbei.
Es braucht ein Beratungsgespräch, es braucht eine detaillierte Vorgangsweise. Das heißt, man wird nicht sozusagen versuchen, in eine Falle zu tappen und einfach drauf los implantieren. Das wird schon irgendwie funktionieren. Oder bei der Operation wird man schon drauf kommen, was man da braucht und wie man das macht, sondern man versucht natürlich vorher die Dinge genau zu erfassen, dass man die Dinge genau erkennt. Das heißt, präimplantologisch das vor der Operation alles zu erfassen. Da gehört auch eben die Diagnostik dazu, der Computertomographie. Dazu bauen wir Schablonen, die wir dann in der Röntgenaufnahme in dieser Tomographie mit aufnehmen. Und dadurch können wir das wieder eins zu eins ins Gebiss und in den Knochen hineinfügen. Ja. Wir schauen uns auf die Art und Weise auch von vornherein schon an, wie das Ergebnis ausschauen soll, das wir wünschen. Wenn wir da eine Lücke haben, dann haben wir da, wenn Sie das jetzt da, das ist zwar jetzt transparenter Kunststoff, aber da sind schon die Zähne drinnen. Ja. Das heißt, wir können dann nachher in der Computeranalyse dann schon schauen, wo möchten wir die Zähne dann später haben und wo setze ich dann darunter am besten ein Implantat hin, dass das genau wieder zu dieser erwünschten Krone dazu passt, dass das nicht 5 mm daneben ist. Ja, das sind alles Dinge, die man heute in der Planung schon von vornherein erfassen kann. Da sehen Sie da den Ober-Unterkiefer zusammengefügt und dazwischen schon die praktisch fertigen Zähne. Und so geht man an die Dinge heran, dass das dann nicht dem Zufall überlassen ist. Dazu braucht man eben zum Beispiel eine Tomographie, das macht man in einem Röntgeninstitut. Eine oder andere wird sowas schon mal mitgemacht haben vielleicht. Das ist jetzt für einen Kiefer nicht so schlimm, das dauert 3-4 Minuten, dann ist das fertig. Dann muss ja das Stück mit dem Kopf da rein. Und ungewohnt. Die zweite Möglichkeit ist die dentale Volumentomographie. Das schaut nicht recht anders aus wie ein Panoramaröntgen, das in fast jeder Ordination schon steht, wo praktisch hinter dem Kopf herum die Aufnahmetechnik saust und man erhält dadurch unglaublich viele Bilder. Welche Vorteile haben jetzt Zahnimplantate? Man sieht, dass, wenn man sich dieses Schema anschaut, hier die künstliche Zahnwurzel im Knochen drin ist. Dann gibt es eben ein Zwischenteil. Das wird im Innenschraubenkanal hier eingesetzt und darauf setzt man zum Beispiel eine Krone. Hat natürlich den Vorteil. Ja, Entschuldigung, bitte sonst was überlegen. Dass so eine Versorgung wie die aussieht wie ein eigener Zahn, man erkennt es von außen nicht, dass da was anderes drinnen ist. Wenn ein Zahn fehlt, wenn eine Lücke bleibt, dann ist es von Natur aus so programmiert, dass nach vorne zur Mitte hin die Zähne einfach wandern. Das heißt, die Natur versucht, die Lücke zu verkleinern. Das passiert aber jetzt nicht so, wie man mal kieferorthopädisch behandelt macht, dass die da einfach der Zahn nach vorne marschiert, sondern die Wurzelspitze, die bleibt da hinten stehen und der Zahn kippt so nach vorne. Und dann ist der so schief drin. Und der nächste Zahn dahinter, der lehnt sich auf den anderen wieder drauf. Das heißt, man hat dann einen Verlust an der Höhe im Gebiss, kriegt Probleme mit dem Kiefergelenk, Krachen und Knacken im Kiefergelenk, weil die Höhe nicht mehr stimmt. Das heißt, eine Zahnlücke verursacht automatisch schon wieder die nächste Zahnlücke, weil der Zahn, der umkippt, der verliert seine Festigkeit, der wird mit der Zeit immer lockerer, dann ist der schon wieder der nächste, dann habe ich schon wieder eine größere Lücke. Der Zahn, der oben gegenüber liegt, der wandert raus, weil jeder Zahn, wenn man den Kiefer schließt, die Information kriegt, ah, da unten, da ist wer, den berühre. Wenn der Berührungskontakt beim Zubeißen fehlt, dann sucht sich der obere oder untere Zahn den gegenüberliegenden, finden nicht, wächst heraus, ein paar Millimeter, kriegt dann im Gegenkiefer richtige Stufe drin. Dass das Ganze ästhetisch natürlich schöner ist, wenn man das versorgt hat, das ist klar.
die Implantatsituation ist mittlerweile wissenschaftlich belegt, dass das funktioniert. Wer lacht nicht gern, wer lächelt nicht gern? Jeder, der sozusagen das kennt, dass er vorher mal schlechtere Zahnversorgung hatte und dann nachher wieder eine vollständige, funktionierende Gebisssituation hat, der wird wieder sozusagen verstärkt Lebensqualität verspüren. Auch Essen ist ganz was Wichtiges, Entscheidendes, dass einem das Essen, das schmeckt ja ganz anders, wenn man es kauen kann. Wenn man eine Prothese über den Gaumen liegen hat, dann schmeckt man es nicht anders und man riecht es auch gar nicht so, weil die feinsten Riechnerven bis zum Gaumen herunterreichen und das einfach durch solche Einrichtungen abgedeckt ist, es ist versteckt. Was ich vorher schon gesagt habe, ist das untere Gesichtsdrittel. Von da bis zum Kinn, von der Nasenspitze bis zum Kinn. Wenn man da keine Zähne drin hat, dann wird das Gesicht optisch tatsächlich um mehrere Zentimeter kürzer. Das macht unglaublich alt. Ja. Dadurch fallen auch sozusagen die ganzen Winkel näher zusammen, es entstehen Falten, die gar nicht sein müssten. Und es gibt kaum jemanden, der nicht dann nachher begeistert ist, nach seiner funktionierenden Operation wieder alles essen zu können, sich wohlzufühlen, einfach sich wieder jünger zu fühlen. Ja. Es gibt jetzt natürlich für die einzelnen Situationen verschiedene Möglichkeiten. Also im Großen und Ganzen kann man Einzelzähne, fehlende Zähne mehrfacher Form oder zahnlose Kiefer generell unterscheiden. Wenn wir jetzt als erstes gleich mit einem Einzelzahn hernehmen, dann wird man sowieso kaum daran denken, den mit einer Prothese zu versorgen, weil das ist ja viel zu viel Material für einen Zahn. Also das ist, kann man sich vorstellen, dass das unmöglich ist. Eine Brücke zu bauen heißt, dass man die Nachbarzähne überkommt. Dazu muss man allerdings die Nachbarzähne natürlich beschleifen. Das heißt, man muss einen eigenen funktionierenden Zahnschmelz wegnehmen. Das macht man auch nicht immer. Wenn die Nachbarzähne sowieso auch in irgendeiner Form renovierungs- und sanierungsbedürftig sind, dann kann man darüber reden. Also warum soll ich nicht eine Brücke machen? Das ist ja nichts Schlechtes. Ist optisch genauso ansprechend, ästhetisch, funktioniert. Und ich kann im Endeffekt da Kosten sparen, weil dann habe ich letztendlich 13 repariert. Ja? Und nicht nur einen. Aber da muss alles zusammenpassen. Wenn ich sage, die Nachbarzähne sind völlig unversehrt, dann wird man nicht gern den Zahnschmelz der Nachbarzähne opfern. Und seine implantatgetragene Krone ermöglicht auch, dass man dann nachher mit der Zahnseide wieder zwischen alle Zähne durchkommt, ja, was bei einer Brücke nicht möglich ist. Das ist einfach nur ein Hauptunterschied. Wenn wir uns einen Einzelzahn einmal anschauen, dann sieht man da, dass die Situation ein mehrfach reparierter Zahn ist, der dann irgendwann einmal Beschwerden macht. Ja. Der Nachbarzahn ist auch schon ein bisschen abgeknappert da. Und nachdem er Beschwerden macht, macht man dann auch natürlich eine Röntgenaufnahme. Kann man auch nichts Besonderes entdecken, aber die Beschwerden hören nicht auf. Im Endeffekt hat der Zahn dann da drin einen feinen Haarriss. Und es genügt, dass da Bakterien reinwachsen. Es gibt Entzündungen, es gibt Schwellungen, man muss was tun. Und so schaut es dann nachher repariert aus, wenn man diese beiden Zähne repariert hat, da wird der Nachbarzahn dann überkront und der kriegt ein Implantat. Und die Form der Zähne ist wieder richtig gestellt, weil da ist an und für sich immer der Zahn stark verbreitet und die Zähne sind ungleich breit. Und der Patient hat vorher eine kleine Lücke zwischen den Zähnen gehabt, die wollte er dann auch wieder haben. Das Ganze noch einmal in größerer Aufnahme. Man setzt dann mit der heutigen Technik, wenn man Tomografie macht und die Dinge gut beurteilen kann, unmittelbar nachdem dieser Zahn gezogen wurde, ein Implantat in die Lücke hinein. Man kann dann auch, wenn die Bedingungen stimmen, sofort eine provisorische Krone draufsetzen. Und das schaut dann so aus wie hier. Da hat jetzt dieser Zahn schon eine provisorische Kunststoffkrone und dieser Zahn, der rausgekommen ist, der schaut dann, wenn eine Stunde später der Patient über den Zahn verlässt, zumindest so aus, aber hat keine Lücke, gar nichts.
Diese Krone muss ein bisschen kleiner sein, weil sie darf nicht in Berührung kommen mit den anderen Zellen. Sie muss jetzt einmal für ein halbes Jahr geschont werden. Das ist wichtig. Nach einem halben Jahr nimmt man dann nur diesen Oberteil dieser provisorischen Krone, das ist da innen drinnen, ja, herunter und ersetzt das dann durch eine Keramikkrone. Und dann schaut das Ganze eben so aus. Sie sehen an und für sich da, dass das Zahnfleisch rundherum da gesund ist und keine Probleme hat. Ne? Auch eine Situation, zum Beispiel, es gibt Patienten, bei denen sind die Zähne oft ein bisschen anders angelegt. Ein Milchzahn, der ist halt 40, 50 Jahre im Gebiss, ja? Das ist kein Problem. Aber irgendwann einmal mag er nicht mehr, weil die Wurzel einfach kaputt geht. Und dann muss man halt was unternehmen. Man macht wieder Tomographie, untersucht das. Man kann im Labor dann schon die ersten vorkehrenden Schritte unternehmen und eben schon aufgrund der Tomographie im Labor ein Provisorium anfertigen, das schon fertig ist, wenn es operiert wird. So schaut es dann im Mund aus. Da ist dann praktisch dieser Zahn, ist jetzt der da, das ist schon der Implantatzahn und so schaut dann nachher die Implantatkrone aus. Also wenn man das Gebiss so anschaut, dann würde man nicht vermuten, dass da drunter nicht der eigene Zahn ist, weil unterscheidet sich nicht wirklich von den anderen. Man kann gleichzeitig auch die Nachbarzähne reparieren, so wie es da ist. Da sind praktisch in dem Modell schon drinnen die fertigen Keramik-Inlays. Die sind dann da mit drin schon eingesetzt. Das ist zum Beispiel Keramik-Inlays. Man würde da jetzt nicht unbedingt vermuten, dass da irgendwer was gemacht hat da damit. Das Ganze funktioniert eben so, dass auch ein Patient wie der praktisch nie eine Ordination mit einer Lücke verlässt, sondern dass er immer zumindest eine provisorische Versorgung hat, die, sagen wir mal, gesellschaftsfähig ist. Noch eine Einzelzahnproblematik, da sieht man eine Krone mit einem Stiftaufbau, ein sogenannter Stiftzahn, der 20 Jahre gut funktioniert, aber plötzlich sieht man in der Röntgenaufnahme diesen kreisförmigen Schatten. Da mittendrin in der Wurzel, da oben bei ist noch einmal ein bisschen Knochen. Und dazu natürlich dazugehörig die Schwellung am Zahnfleisch und Probleme, Schmerzen und kein guter Geschmack im Mund. Was macht man in so einem Fall? Das ist natürlich eine Zyste gewesen, die verursacht war wieder durch einen Schrägbruch im Zahn. Das war einfach auf noch 20 Jahren Überlastung ist das passiert. Da kann man in dem Fall jetzt dann nicht sofort ein Provisorium auf das Implantat draufgeben, sondern da ist schon das Implantat drunter mit einer kleinen Aufbauhülse drauf, kosmetisch versteckt mit einer Klebebrücke, die da halt angebracht wird für ein paar Monate. Und so schaut dieses Zahnimplantat anstelle dieses Zahnes nach 6 Monaten aus. Da ist dann nichts mehr da von dieser Zyste. Die war eitrig und, und. Da würde man auch nicht glauben, dass sowas funktionieren kann, aber es funktioniert Gott sei Dank. Und unmittelbar nach dem Einsetzen dieser Krone schaut es da so aus. Das ist noch nicht einmal praktisch fertig, zahnfleischmäßig ausgeheilt. Also das bessert sich sogar noch ein paar Monaten noch schöner sein dann letztendlich. Also es gibt immer Lösungen für alle möglichen Probleme, auch wenn sie die Schneidezähne betreffen. Man fertigt eben zum Beispiel im Labor vor der Operation so eine provisorische Krone an. Das kann man eben aufgrund der Umsetzung dieser Computertomographie zu 95% Genauigkeit her vorbestimmen und fertig machen. So schaut eine Laborkrone aus für eine provisorische, das ist keine fertige, nur ein Gipsmodell. So läuft dann eine Operation ab, vorher die Computertomographie. Anhand der Computertomographie wird eine Bohrschablone angefertigt. So schaut es 5 Minuten nach der Operation aus. So schaut es dann eine halbe Stunde nach der Operation aus. Das ist die provisorische Krone. So verlässt der Patient die Ordination. Und dann, ein halbes Jahr später, kommt die definitive Krone drauf, Zahnfleisch, schaut optimal aus.
der Nachbarzahn hat schon eine alte Krone drauf, der wirkt ein bisschen angegriffen, was dann letztendlich auch dazu führt, dass dann 2 Jahre später dann nebenbei noch ein Implantat hergesetzt wird und dann schauen die beiden Zähne so aus. Also man würde da in dem Gebiss auch nicht unbedingt vermuten, dass da darunter 2 künstliche Zahnwurzeln sitzen. Macht auch vom Zahnfleisch, von der Farbe her keinen Unterschied. Bei einer Zahnlücke kann man grundsätzlich von einer Zahnlücke unterscheiden, die in der Mitte vom Gebiss ist ungefähr und welche, die halt am Ende sind. Ja? Aber das ist jetzt wieder die gleiche Diskussionsgrundlage, muss man das antun, eine Gaumenplatte zu haben oder muss ich die Nachbarzähne wieder beschleifen für eine Brücke, kann man machen, da müssen es aber dann bei so einer großen Lücke mindestens 2 auf jeder Seite sein, das muss dann schon 4 Zähne beschleifen, weil sonst überlebt die Brücke auf Dauer nicht. Und da kann man dann im Endeffekt an dieser Stelle 3, manchmal vielleicht sogar auch nur 2 Implantate setzen, die ganze Lücke fix versorgen. Das hängt ganz vom Knochen ab und von der Situation. Da sind jetzt einmal 3 Implantate eingezeichnet, manchmal braucht man da wirklich nur 2. So sieht es aus, wenn 4 Implantate gesetzt wurden bei 2 Lücken am Ende des Gebissbogens. Da wird dann ein Keramikgerüst drüber gesetzt und dann die fertige Brücke eingesetzt. Das ist eine Röntgenaufnahme von einem Patienten, da haben wir im Jahr 1995 eine Zyste operiert, Zähnewurzel behandelt, Zähne gezogen und eine Brücke da drauf gemacht. Im Jahr 2007 ist dann im Unterkiefer dann da Zahnverlust eingetreten und da war dieser Patient 77 Jahre alt. Ich sage es deshalb, weil immer wieder die Frage auftaucht, in welchem Alter kann man das machen oder bis in welches Alter ist das möglich. So schaut es halt dann letztendlich aus. Mittlerweile ist der Patient 84 Jahre aus. Im Jahr 2015 schaut das so aus. Die Brücke ist seit 1995 da drinnen. Das ist seit 2007 und da sind dort runter diese 3 Implantate. Funktioniert tadellos. Natürlich eine Mordsatzschicht, wenn man mit 84 Jahren ein komplettes Gebiss zur Verfügung hat. Das auch funktioniert und kosmetisch, ästhetisch entspricht. Eine etwas andere Situation stellt sich dar, wenn man praktisch im gesamten Kiefer keine Zähne mehr zur Verfügung hat. Konventionelle Prothesen funktionieren grundsätzlich im Oberkiefer immer besser, im Unterkiefer führt es oft rasch zu der Erkenntnis, das macht nicht viel Spaß, weil man kann sich das ganz einfach vorstellen, im Oberkiefer ist die große Gaumenfläche, da geht die Prothese herum, die saugt sich fest, sitzt ganz gut. Im Unterkiefer ist genau in der Mitte dazwischen die Zunge. Und mit jeder Mundbewegung, mit jedem Wort hebe ich die Zunge und nicht nur die Zunge, sondern die Zunge ist ja in einer Muskelschicht am Mundboden befestigt und die hebt sich ständig und bewegt sich. Nebenbei bewegt man die Lippen, da sind Bänder zum Kiefer gespannt, die hebeln und ziehen. Es kippt halt einfach leichter. Prothesenkleber ist also ein Mittel, über 20 Jahre gerechnet, kostet es auch viel Geld und bei jedem Essen den Geschmack dieses Mittels auch noch dabei. Also ist es durchaus berechtigt, wenn man sich da Gedanken darüber macht, wie kann man das mit Implantaten lösen. Weil mit Zahnimplantaten kann man letztendlich die Befestigung im Kiefer herstellen, die einfach, man kann sagen, es ist bombenfest mit Implantaten, ganz egal welche Lösung man dann anstrebt. Man kann eine sogenannte Deckprothese machen, wo mit so Knopfankernprothese befestigt wird, man steckt es einfach rein, macht klack und dann sitzt es. Ja. Da sind 2 Implantate eingesetzt, das ist ein bisschen wenig. Das funktioniert nur zum Teil, weil man kann sich vorstellen, dass wenn 2 Implantate sind, dann kann man mit einem linearen Strich durchziehen. Das funktioniert dann wie eine Rotationsachse. Weil sie vorn drauf, hebe ich es hinten auf, weil sie hinten drauf, dann geht es wieder zurück. Das ist, wenn ich mal schon Implantate machen lasse, dann möchte ich, dass das wirklich funktioniert und nicht so eine halbe Geschichte ist, weil das ist auch ein Leidensweg, kostet auch Geld. Aber funktionieren tut es mit 4 Implantaten zumindest. Da kann man dann
diese Implantate mit einem Steg verbinden und wenn man dann eine Prothese draufsteckt, dann hält die Pumpen fest. Da kann man ziehen und rütteln, das funktioniert. Oder man entschließt sich dazu, auf 4 Implantate eine festsitzende Brücke zu setzen. Das werden wir dann gleich sehen. Das ist jetzt einmal die erste Möglichkeit, über 4 Implantate eine Prothese zu verwenden, die mit solchen Schnappankern auf einem Steg einsetzt. Das ist so ein Steg, den man da zwischen 4 Implantaten als Verbindung setzt. Da, wo diese Kunststoffteile sind, sind drunter die Schrauben zum Implantat, da ist das befestigt. Das ist gut putzbar und da passt das genau da drauf. Das setzt man drauf, tschack, und mit dem kann man essen, da rührt sich nichts. Diese Kunststoffelemente sind mit Absicht aus Kunststoff, die nutzen sie mit der Zeit ab und wenn die abgenutzt sind noch ein paar Jahre, dann tauscht man die gelben Kunststoffteile wieder aus und dann sitzt es wieder genauso gut wie am Anfang. Also das ist eine tolle Lösung, für die sie viele entscheiden. Das ist Geschmackssache. Andere haben lieber eine Lösung, die man gar nicht rauskriegt, weil es ist sehr viel psychische Komponente dabei. Viele Leute verbinden mit irgendwas, was herausnehmbar ist, immer gleich, bin ich alt damit. Ja? Wenn es im Mund fest drin ist, bin ich jünger. Das ist ein nachvollziehbarer Gedanke, verstehe ich. Dieses Konzept nennt man auch All-on-4. Man findet halt leider keine deutschen Wörter mehr dafür, ich muss es übernehmen, das ist so. Auf 4 Implantaten kann man eine Brücke ganz toll aufsetzen und aufschrauben. Das funktioniert sehr gut. Die bleibt dann im Kiefer drinnen, die braucht man nicht rausgeben. Man macht jährlich einmal, zweimal Mundhygiene und selber gute Zahnpflege. Da sieht man auf diesem Schema schon, dass das hintere Implantat etwas schräg gesetzt ist. Und das ist der Trick an diesem System, dass man dadurch diesen nach hinten ausragenden Teil gut abfangen kann von der Druckbelastung her. Es ist dadurch, dass man das Ganze auf 4 Implantate aufbauen kann, kostengünstiger natürlich, wie man früher hat man 8 oder 9 Implantate gesetzt, um sowas zu befestigen, aber das ist nicht notwendig. Im Oberkiefer wird man immer schauen, das sage ich dazu, dass man eher 6 Implantate setzen kann, nicht 4, weil der Oberkieferknochen weicher ist und nicht so stabil wie der Unterkieferknochen. Der ist einfach härter, der Unterkieferknochen, deswegen kommt man da mit 4 Implantaten aus. Es hat eine relativ kurze Behandlungszeit im Unterkiefer, also in 3 Monaten kann man das versorgen, definitiv. In der Zwischenzeit hat man immer eine provisorische Lösung. Man kann auch später noch sagen, ich möchte es doch fix haben. Vorausgesetzt, die Bedingungen stimmen alle. Und auch dieses System wird schon seit 15 Jahren angewendet. Da sehen Sie jetzt so eine Computertomographie. Das ist der Kieferknochen. Da drin sind dann die Implantate hineingeplant, 4 Implantate. Das hintere ist da auf beiden Seiten schräg gesetzt. Und so kann man eine Operation durchführen. Die Schablone, die wir vorher gesehen haben, um für die Computertomographie die Planung machen zu können, die wird dann nach dieser Computerplanung in der Technik umgewandelt in eine sogenannte Operationsschablone, die da im Mund drinnen ist. Man bohrt die Implantate durch vorgeplante Richtungskanäle, wie lang das Implantat sein soll, wie es sitzen soll, wo es sitzen soll, das wird vorher definiert im Computer, nicht in der Operation entschieden oder während der Operation, sondern das ist vorher fertig geplant. Das Ganze natürlich unter sterilen Operationsbedingungen, das ist Voraussetzung für jede Implantation. Am Tag nach der Operation schaut es so aus im Kiefer und da sieht man glaube ich doch, dass da an und für sich Ruhe herrscht. Das ist keine Rötung, kein Bluten. Der große Vorteil für so eine Implantat Operation mit diesem Schablonensystem, dreidimensionalen Verfahren ist, dass man den Kiefer nicht aufschneiden muss, sondern nur da, wo die Implantate hinkommen, kleine Löcher stanzt. Der Rest bleibt unversehrt. Sonst ist man oft ziemlich geschwollen, wenn die Beinhaut abgelöst werden muss und diese Dinge alle passieren müssen für größere Operationen. Bei diesem Verfahren ist an und für sich
kaum eine Schwellung zu erwarten. So schaut das dann aus, wenn es fertig ist. Ja. Die Patientin hat im Oberkiefer eine Totalprothese. Braucht man nichts anderes, weil die funktioniert gut, die hält gut. Ja. Man muss nicht Gürtel und Hosenträger tragen. Im Unterkiefer vier Implantate, da ist eins drunter, da ist eins, da ist eins und da ist eins. Und das ist fix verschraubt. Da kann man gut putzen, da bleibt ein bisschen ein kleiner Spalt, um ihn putzen zu können, der wird beabsichtigt. Und so schaut es halt dann aus und da hat man dann natürlich wieder leicht lachen, wenn es so funktioniert. Vor allem, wenn man schon Jahre davor Probleme hatte. Für die Situation zeige ich Ihnen noch ein Beispiel. Im Oberkiefer gibt es auch Möglichkeiten, sofort eine Implantation durchzuführen und sofort mit einem festsitzenden Provisorium zu versorgen, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Ausgangslage bei diesem Patienten ist die: eitriges Zahnfleisch hier, eitriges Zahnfleisch hier. Da ist relativ ruhig. Diese Brücke da, die wackelt wie eine Rost. Man sieht hier, das ist eine kleine Brücke für diese vier Zähne, ja, der fehlt, die drei Zähne. Das war der Grund, warum die Patientin kam, weil diese Brücke einfach hin und her wackelte. Da herüber schaut es im Grunde genommen genauso schlecht aus wie da, nur das hält zusammen, weil es eine große Brücke ist. Ja, dann ist das von der Bewegung her einfach nicht so auffällig. Man macht wieder eine Computertomographie und in der Tomographie, wenn Sie da herschauen, da sieht man schon, dass diese Zahnwurzeln von den hinteren Zähnen, man schaut da so oben auf den Kiefer drauf, dass da gar keine Umgebung mehr da ist, die hängen in der Luft quasi. Ja. Die sind nicht mehr im Knochen drinnen. Das wird nur mehr praktisch durch diesen Brückenverbund da hinten gehalten. Da sehen Sie das noch einmal bei dieser Aufnahme des Kiefers. Das sind die einzelnen Wurzeln, die schauen da schon fast durch, die sind gar nicht im richtigen Knochen drin, da ist ein Fenster. Und dieser Zahn da hinten, da ist schon einmal irgendein Bindegewebe rundherum. Der hat keine Stabilität mehr. Auf der anderen Seite das gleiche Schauspiel, da eine riesige Zyste, da hat ein richtiges Fenster ist da entstanden. Da ist lauter Bindegewebe drin, das sich ständig entzündet. Bei dieser Aufnahmetechnik ist das Ganze ein bisschen transparenter vom Knochen her. Da sehen Sie wieder die drei Wurzeln von dem hinteren Stockzahn. Und auch bei dem herüben, das ist nicht mehr fest, das hängt in der Luft. Dann hat man hier gleich diese sechs Implantate hereingeplant. In diese Tomographie, diese Implantate existieren momentan nur virtuell im Computer. Aber aufgrund dieser Schablonentechnik können wir diese Implantate in den Knochen hineinsetzen. Deshalb wird dann das so geplant, dass die Patientin mit ihrer Brücke und all dem in die Ordination kommt zur Operation. Da werden als erstes die Zähne gezogen und unmittelbar darauf diese sechs Implantate hineingesetzt. Und so schaut es jetzt eine Viertelstunde nach der Operation aus. Diese Zähne, die wir vorher in der Tomographie und im Röntgenbild gesehen haben, sind alle draußen. Diese Implantate, diese sechs Stück, wurden da hineingesetzt. Und auf diesen fünf Implantaten da sind schon solche Zwischenelemente. Das eine hat sogar so einen Knick da drinnen. Ja. Und das wird nicht versorgt, weil das ist ein bisschen sozusagen schwieriger hineinzusetzen gewesen. Das wird erst später versorgt. Aber da sieht man schon so einen hellgrauen Schatten. Das ist schon das Kunststoffgerüst für die Übergangsversorgung, für das Provisorium. Nach sechs Monaten tauscht man dann dieses Übergangsprovisorium aus und setzt da einen Titanrahmen drüber, der dann praktisch das neue Gebiss trägt. Das ist das provisorische Gebiss, das die Patientin unmittelbar nach der Operation bekam. So schaut es aus nach sechs Monaten. Das ist das Provisorium. Wenn man das runterschraubt, dann sieht man da sehr schöne Verhältnisse. Dass das da leicht gerötet ist, das ist keine Entzündung, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass sich dieser Kunststoff dieses Provisoriums mit dem ganzen Umgebungsfeld, vor allem das Zahnfleisch, sich mit dem Kunststoff so angefreundet hat, dass es dort direkt solche Haftverbindungen hergestellt hat. Das
liegt und schmiegt sich richtig an. Das ist ein gutes Zeichen, dass das so ausschaut. Das ist keine Entzündung. Dann hat man Zeit, innerhalb von 2 Wochen ist dann die Dauerversorgung fertig und das schaut dann so aus. Das ist jetzt das gesamte Gebiss, so wie es vorher war. Das heißt, die Patientin hatte während dieser gesamten Zeit eine gut funktionierende, festsitzende Versorgung und nie irgendetwas Lockeres. Das ist die Ausgangssituation gewesen, wo der Patient natürlich in die Ferne schaut und sagt, hoffentlich geht das alles gut. Das ist verständlich, das wird mir persönlich auch nicht anders gehen. Ja? Weil es ist natürlich ein gewaltiges Vorhaben. Wenn Sie sich das anschauen, da, diesen Pinkel da, mit der Fistel, Alter, da herüben, alles geschwollen. Und so ist sie gekommen und dann war das im Endeffekt dann das Ergebnis. 6 Monate später sehen Sie hier in dieser Linie Knochen, Knochen, Knochen. Das funktioniert. Da haben wir einen Knochenaufbau gemacht sogar. Aber es ist alles in dem Sinn gut eingehalten und so. Schaut es eben dann noch ein halbes Jahr aus und das ist die definitive Versorgung. Was sind jetzt die Schritte für Sie persönlich, wenn man so eine Behandlung hat? Das ist natürlich zuerst einmal wichtig, dass man sozusagen in einer Erstsitzung die Problematik bespricht, dass man dann letztendlich eine ganz genaue Diagnostik betreibt. Weil nur dann kann man solche Dinge machen, die letztendlich dann auch von vornherein gute provisorische Möglichkeiten bieten. Dann ist der Zufall minimiert. Der chirurgische Eingriff muss natürlich unter Standardbedingungen, die für eine Operation gültig sind, funktionieren. Man braucht natürlich ein eingespieltes Team dafür. Wichtig ist auch die prothetische Versorgung, die dann damit verbunden ist, die muss entsprechen. Was uns persönlich wichtig ist, dass man nicht noch irgendwie fremd ausschaut, nicht? Weil wir nicht dann irgendwie ist da ein Unfall gehabt. Das ist nicht erwünscht. Also die meisten Patienten möchten ausschauen, so wie sie sozusagen gewohnt sind auszuschauen. Nicht? Also ich habe den Wunsch, weil ich irgendwie eine Fehlstellung hatte, dass man da was korrigiert, das ist ja wieder was anderes. Aber grundsätzlich möchte man schauen, dass man wieder erkennbar ist für alle. Und dann ganz wichtig natürlich, die Nachsorge. Was man zu so einer Operation wissen sollte, ist das, man kann Implantatoperationen grundsätzlich in örtlicher Betäubung durchführen. Es braucht nicht mehr, man braucht keine allgemeine Narkose dafür. Wenn es Gründe gibt dafür, dann kann man auch in allgemeiner Narkose sowas operieren, überhaupt keine Frage. Implantate brauchen eine Einheilzeit, im Oberkiefer länger wie im Unterkiefer 2 Monate, im Oberkiefer 3-4 Monate, bis man sie versorgt. Und wichtig ist, dass man natürlich immer eine provisorische Versorgung herstellen kann. Also niemand muss ohne sozusagen wieder raus auf die Straße. Im Oberkiefer dauert es ein bisschen länger, aber man hat es ja vorher gesehen, bei dieser großen Versorgung im Oberkiefer, 6 Monate mit zwei Professoren, die überlebt man. Das funktioniert, man kann essen damit. Das ist, man muss halt ein bisschen schonender, man muss halt weichere Sachen essen. Man muss halt, da freut man sich nach einem halben Jahr, dass man wieder einen Schweinsbraten richtig erwischt, aber muss halt immer sein. Wichtig ist, dass man das Ganze sozusagen in der Runde richtig macht. Also Ihre erste Kontaktperson ist immer natürlich der behandelnde Zahnarzt. Der Chirurg setzt dann das Implantat. Den Pfeil habe ich da wieder gleich zurückgegeben, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind beides. Die machen Zahnheilkunde und natürlich auch Operationen. Aber nicht jeder oder jede operiert. Der dritte oder zweite im Bunde ist der Zahntechniker. Solche Dinge wie die kann man nur mit wirklich sehr gut ausgebildeten Zahntechnikern machen. Das ist ein unbedingtes Muss. Das kann nicht und soll nicht dem Zufall überlassen sein. Der muss die Dinge vom Provisorium bis zur definitiven Lösung herstellen können. Das muss ein Gesicht haben, das muss funktionieren. Und es geht nur mit, da haben wir Gott sei Dank in Salzburg und in Österreich sehr gute Zahntechniker, Meisterlabors, die diese Dinge auch können. Der fertigt das an und dann wird es wieder von dem Zahnarzt oder von dem Teamchirurg eingesetzt. In der Nachsorge ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass man diese Dinge wie Prophylaxe unbedingt einhält. Eigene individuelle Zahnpflege
Prophylaxe. Bei uns ist es üblich, dass man nach der Implantatoperation noch eine mündliche Besprechung und Sitzung dazu kriegt, um eben wie pflegt man das, wie putzt man das. Das ist unbedingt notwendig. Wenn man selber schuld war daran, dass man die Zähne verloren hat, dann muss man sowieso vor der Operation schon das alles besprechen, weil man kann natürlich niemanden da in dem Glauben lassen, dass Implantate hundertprozentig immer funktionieren. Ja, das ist nicht der Fall. Man muss sich schon darum kümmern. Das muss jeder, der daran beteiligt ist, da mitmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, dann möchte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so lange ausgehen.